Termindruck, deutliche Worte. Hamas hatte da ein unausgegorenes Gesetz vorgelegt. Und Besuch aus der Heimat. Wir haben Nadine Schön, die stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, einen Tag lang begleitet. Herausgekommen ist ein spannender Blick hinter die Kulissen des Deutschen Bundestags. Berlin-Tegel am Montagmittag. Nach einer Woche mit vielen Terminen in ihrem Wahlkreis kommt Nadine Schön zurück nach Berlin. Etwas später als sonst. Eine Sitzung am Vormittag wurde kurzfristig abgesagt. Naja, in der Regel bin ich ja morgens um 8 hier, dann ist der Tag ein bisschen länger. Jetzt um 12, da nutzt man natürlich vorher schon die Zeit im Flieger, im Auto. Das ist ja wertvolle Arbeitszeit, die man nutzen kann. Und mit Handy, iPad und Telefon ist das ja kein Problem. Die 33-Jährige ist vor wenigen Wochen zum zweiten Mal Mutter geworden. Nicht immer leicht, alles unter einen Hut zu bekommen. Es ist eine große Frage der Organisation, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten. Und wir haben vor allem viele Unterstützung durch die Familie. Die Omas springen mit ein und nur so kann das auch funktionieren. Seit 2009 ist die Saarländerin Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Seit 2014 außerdem stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Und als solche unter anderem zuständig für die Themen Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Zu diesem Themengebiet steht jetzt die erste Besprechung an. Mit den beiden CDU-Kollegen Markus Weinberg und Christina Schwarze. Insgesamt kann Deutschland familienfreundlicher werden. Das ist nicht nur eine Aufgabe der Politik, sondern auch der Wirtschaft, die das Thema Familienfreundlichkeit noch wesentlich stärker treiben kann, aber auch der Gesellschaft. Kinder- und familienfreundliche Flughäfen, Einkaufszentren, Restaurants, da sehe ich noch überall sehr viel Potenzial. Da kann Deutschland wesentlich familienfreundlicher sein, damit junge Familien, Eltern mit ihren Kindern sich auch willkommen fühlen. Kaum ausgesprochen geht es durch die endlosen Flure des Deutschen Bundestages zum nächsten Termin. Frau Schön erklärt unterwegs, welche Themen ihr in dieser Sitzungswoche besonders wichtig sind. Also das Thema Sexualstrafrecht sind wir sehr froh, dass wir noch einige Änderungen erzielen konnten. Auch durch den Druck vor allem der Frauenunion zusammen mit den anderen Frauen im ganzen Bundestag. Frau Hamas hatte da ein unausgegorenes Gesetz vorgelegt, das wir jetzt noch mal deutlich verschärfen. Krapschen wird zukünftig bestraft, Angriffe aus der Menge werden zukünftig bestraft und das Strafmaß wird erhöht. Das sind ganz wichtige Punkte, die wir diese Woche dann im Deutschen Bundestag verabschieden, wo wir das Gesetz von Hamas deutlich verschärfen. Nur eines von vielen Themen bei der jetzt folgenden Sitzung des geschäftsführenden Vorstands der Unionsfraktion. Der geschäftsführende Vorstand Volker Kauder, seine Stellvertreter und parlamentarische Geschäftsführer. Wir besprechen die Themen der Woche vor und gerade eine Woche vor der Sommerpause stehen natürlich noch viele Gesetze auf der Tagesordnung. Aber nur die wichtigsten Punkte werden hier diskutiert. 16 Uhr, der Sitzungsmarathon geht weiter, diesmal in größerer Runde. Beim Treffen des gesamten Fraktionsvorstandes werden dann wirklich alle Themen erörtert, die in dieser Woche wichtig sind. Politischer Dauerbrenner dieser Tage, die Lohngleichheit von Männern und Frauen. Also gleiche Bezahlung zwischen Männern und Frauen ist uns als Union ein ganz großes Anliegen. Und die Lohndifferenz von 22% setzt sich aus ganz vielen verschiedenen Faktoren zusammen. Vor allem auch Erwerbsunterbrechungen, viel Teilzeit, schlechter bezahlte Berufe. Da müssen wir an ganz vielen Punkten ansetzen. Und das Thema Transparenz, was wir bei diesem Gesetz angehen, ist ein kleiner Punkt davon. Eine Offenlegung aller Gehälter in jedem kleinen Betrieb in Deutschland, eine Kontrolle durch Strukturen wie die Antidiskriminierungsstelle würde ganz viel Bürokratie aufwerfen, aber letztendlich den Frauen nichts bringen. Pseudogesetze wollen wir nicht. Weiteres wichtiges Aufgabengebiet von Nadine Schön ist die digitale Agenda. Also alles, was mit der zurzeit stattfindenden Digitalisierung der Gesellschaft zu tun hat. Die Digitalisierung ist da, sie wird unser Leben verändern. Und für unser Land ist die Frage, erstens nehmen wir die Menschen mit und zweitens nutzen wir die wirtschaftlichen Potenziale. Darum dreht sich auch alles auf der MIT Futura, dem ersten Abendtermin von Nadine Schön. Hi.
Hier treffen Start-ups und Gründer auf Vertreter aus Mittelstand, Industrie, Forschung und Politik. Unter anderem wird über die Innovationskraft Deutschlands diskutiert. Doch allzu viel Zeit bleibt nicht, schon geht es weiter zur Landesgruppensitzung. Politik besteht aus Kompromissen. Wir versuchen gerade als Volkspartei einen guten Kompromiss zu finden zwischen Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, zwischen regionalen Interessen, zwischen Interessen von Jung und Alt. Und dazu gehört eben auch der lokale Blick der einzelnen Bundesländer, aus denen wir kommen. Und aus all dem setzt sich am Schluss die Entscheidungsfindung zusammen, die, das ist immer unser Ziel, möglichst ausgewogen sein soll. Und deshalb ist die Landesgruppensitzung eben wichtig, weil hier nochmal dieser regionale Aspekt besonders betont und betrachtet wird und in die Gesamtverhandlungen dann mit einfließt. Mittlerweile ist es 21 Uhr, der letzte Tagesordnungspunkt. Nadine Schön muss noch einmal ins Reichstagsgebäude. Eine Besuchergruppe aus dem Saarland ist angereist. Ein Termin, der ihr ganz offensichtlich Freude macht. Hallo, und alles klar? Naja, das ist eine Besuchergruppe aus meiner Heimatgemeinde, da kennt man natürlich alle. Aber in der Tat, im Saarland ist es so, da kennt jeder jeden. Und ich habe einen ganz ländlichen Wahlkreis und da lebt Politik vom Kontakt mit den Menschen. Nach einer kurzen Ansprache und dem Angebot zur politischen Diskussion nimmt sich Nadine Schön noch die Zeit für eine ganz private Reichstagsführung. Lange Arbeitstage, so scheint es, machen der 33-Jährigen nichts aus. In der Regel gehen die Tage hier in der Sitzungswoche von morgens zwischen 7 und 8 bis abends 10, 11. Man denkt das am Anfang nicht, weil man sich auch immer fragt, was machen die eigentlich den ganzen Tag in Berlin? Aber es sind tatsächlich oft entweder lange Bürotage, lange Sitzungen, etwa montags die Landesgruppe, oft bis 10 Uhr oder Donnerstag Plenum bis 10, 11 Uhr. Aber auch daran gewöhnt man sich und es sind eben abwechslungsreiche Termine, deshalb kommt der Tag einem gar nicht so lange vor. Gegen 22.30 Uhr geht Frau Schön dann in ihr Berliner Zuhause. Ihren Rollkoffer vom Mittag hat sie immer noch dabei.